Hallo und herzlich willkommen zur Machine Learning und IoT Conference 2020. Dieses Jahr im Online-Format. Ich bin Savas Dimitrios-Hatschiraftis, Ihr Moderator für unsere nächste Session, in der sich alles um Automated Machine Learning dreht und wie Ingenieure mithilfe intelligenter Analysemodelle einfache Stellen können. Unser Speaker, Dr. Carlos Pace Gattica von der Weidmüller-Gruppe, wird Ihnen gleich mehr dazu berichten können. Falls Sie Fragen haben oder ähnliches, können Sie dafür den in Swapcard eingefügten Chat oder das Question-Tool benutzen. Diese Fragen werden dann am Ende der Session beantwortet. Sollte es wirklich viele Fragen geben und die sollten sich häufen, dann werden wir die auch zur Not während der Session machen. Aber ansonsten bleibt die Swapcard lange Zeit erhalten noch. Das heißt, diese können auch zur Not später beantwortet werden. Gut, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß mit der Session und Dr. Pace, Sie können übernehmen. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. Und willkommen alle zusammen. Es freut mich hier dann das Thema Machine Learning und das, was wir dann derzeit in dem Bereich machen, dann vorstellen zu können. Ich werde erstmal meinen Bildschirm teilen. So, es geht um Machine Learning, es geht um ja, die Nutzen, die Machine Learning dann für die Industrie erzeugen kann. Und vor allem, es geht darum, wie Machine Learning stärker, öfter benutzt werden kann. Und wir haben uns da überlegt, aus den Erfahrungen der vergangenen Jahren, dass es eigentlich sehr gut wäre, dass diese Technologie oft da verwendet wird oder es einfach viele konkrete Nutzen bringt. Und ich möchte gerne dann so starten, dass ich ein paar Worte über die Firma Weidmüller sage. Vielleicht kennen einige schon die Firma, aber vielleicht hier ein paar Zahlen und Fakten, also 5.000 Mitarbeiter weltweit, bis in ein Familienunternehmen mit Hauptsitz in Detmold. Und genau, wir sind im Bereich Automatisierung unterwegs. Wir sind im Prinzip auch wie viele andere Firmen so unterwegs, dass wir weltweit aktiv sind. Drei Divisionen hat die Firma: Cabinet Products, Device and Field Connectivity und Automation and Products and Solutions. Und wir liefern im Prinzip alles von der Sensor bis zur Cloud als Lösung. Und das Thema Machine Learning ist etwas, was uns seit schon lange beschäftigt. Hier sehen Sie ein paar Beispiele, wo wir bereits Lösungen für unsere Kunden entwickelt haben. Die Fragestellungen sind aber in der Regel sehr, sehr ähnlich. Also wie kann ich dann meine Prozesse einfacher überwachen? Wie kann ich die Qualität meines Prozesses dann so überwachen, dass die Kosten da minimiert werden? Ja, oder wie kann ich neue Geschäftsmodelle etablieren? Ich möchte nicht nur Maschinen verkaufen, sondern im Prinzip neue Services offerieren. Und das Ganze basiert aus dem gleichen Muster, wie gesagt. Wir haben ein Produktionssystem, eine Maschine. Und diese Maschine erzeugt Daten. Und wenn wir Daten sagen, dann sind Time-Series-Daten genannt gemeint. Das heißt Sensorwerte. Und aus diesen Daten, mit Hilfe von Machine Learning-Methoden, werden Informationen erzeugt, die es ermöglichen, solche Prozesse, wie gesagt, zu bewachen. Und zwar so zu bewachen, dass der Aufwand im Prinzip stark minimiert wird. Und das ist, was Machine Learning dann ermöglicht, dass solche Aufgaben wie die Überwachung von Maschinen und Prozessen automatisiert werden. Was heißt das ja? Also was heißt Machine Learning? Und hier sehen wir typische Use Cases, die sehr oft vorkommen, zum Beispiel Anomalieerkennung. Das ist eine Art von Algorithmus, was im Prinzip lernt, was das Normalverhalten einer Maschine, eines Prozesses ist. Und aus diesen Daten kann das Modell genau
erkennen, wann es Abweichungen von Normalverhalten gibt. Das heißt, ich kriege auf jeden Fall mit, wenn meine Maschine bei meinem Prozess sich komisch verhaltet und so, dass ich etwas dagegen machen kann. Der große Vorteil hier ist natürlich, dass die Regeln, um zu entscheiden, was normal oder was nicht normal ist, die werden nicht anhand von explizite Regeln gemacht, sondern das sind Daten, die als Grundlage benutzt werden, um zu lernen, was normal und was nicht normal ist. Und das heißt, ich muss mich nicht auf alle möglichen Fehlerfälle fokussieren. Ich als Anwender muss ich im Prinzip nur sagen, was aus meiner Sicht Normalverhalten heißt. Das Modell lernt das und alle Abweichungen werden dann erkannt, was ein großer Mehrwert für den Nutzer natürlich ist. Ein weiteres Beispiel ist ein Klassifikationsmodell, wo ich nicht nur dann die Informationen bekomme, dass mein Prozess sich komisch verhält, sondern etwas konkrete Informationen, wie dass ein konkreter Fehlerfall dann vorhanden ist. Und das kann natürlich dazu führen, dass ich bessere Entscheidungen treffen kann, wenn es darum geht, dann das Problem zu beheben. Das Problem ist natürlich schon da, aber ich kann mit Hilfe dieses Modells entscheiden, wer dann das Problem lösen soll. Ist das ein elektrischer Problem oder ist das eher etwas Mechanisches? Also welche Expertisen sind notwendig, um das Problem zu beheben? Welche Ersatzteile sollten auf jeden Fall mitgenommen werden, um das Problem zu beheben? Das sind alle Entscheidungen, die ich mit Hilfe solcher Modelle leichter treffen kann. Und natürlich wollen wir, dass Probleme sichtbar sind, bevor die dann wirklich ein Problem sind. Und das sind dann, wo Prädiktionsmodelle uns helfen können. Da Prädiktionsmodelle erkennen Trends, die uns im Prinzip helfen können, um zu entscheiden, wann Wartungsaufgaben wirklich notwendig sind. Und diese Modelltypen können sehr wohl auch für Qualitätsaspekten oder für die Überwachung der Qualität auch verwendet werden. So, die große Frage ist, wie kommt man auf so ein Modell? Und das ist ein Prozess, wo ein Data Scientist von den Daten bis zum Modell dann alle diese Schritte dann durchgehen muss. Das sieht hier natürlich sehr einfach als eine Linie. In der Tat ist das jetzt ein Prozess, was sich wiederholt, wo die Erfahrungen des Data Scientists eine große Rolle spielt und wo er dann, wie gesagt, dann viele, viele Entscheidungen treffen muss. Und was wir gelernt haben in den vergangenen Jahren ist, dass natürlich Data Science Skills definitiv notwendig sind, aber auch das Domain Know-how eine große Rolle spielt bei diesem Prozess. Denn wir haben jetzt in der Industrie eine ganz andere Situation als wir zum Beispiel in anderen Bereichen, wo vielleicht Millionen von Beispielen von dem, was man erkennen möchte, dann vorhanden sind. In der Industrie und das ist wirklich gut so, haben wir dann sehr wenige Beispiele von Fehlerfällen. Und das heißt, um gute Modelle zu erzeugen, ist die Nutzung von Domainwissen, von Applikationswissen dann extrem wichtig. Das heißt, wir sehen, dass das ein komplexer Prozess ist. Und die Akteure, die hier dann eine große Rolle spielen, sind natürlich Data Scientists. Aber auch, wie gesagt, in gleichem Maßen Maschinenexperten oder Prozessexperten. Denn am Ende, wie gesagt, muss der Data Scientist mit den Domain-Experten reden, weil am Ende braucht er dann diese Expertise, um Entscheidungen zu treffen. Zum Beispiel, ich habe einen Sensorwert und was ist die Bedeutung dieses Sensorwertes? Also welche Informationen kann ich aus diesem Sensorwert ableiten, um Probleme zu erkennen? Ja, ein klassisches Beispiel ist ein Vibrationssensor, wo die Rohdaten im Prinzip nicht eins zu eins immer verwendet werden können, um Modelle zu trainieren. Hier ist die Expertise des
Maschinenbauers oder des Anwenders gefragt, der genau weiß, dass bestimmte Frequenzbereiche dann eine bestimmte Bedeutung haben. Ja, es ist, wenn es zum Beispiel um die Überwachung von Motoren geht, dann ist es ganz klar, dass bestimmte Frequenzbänder konkrete Probleme widerspiegeln. Und diese Expertise braucht der Data Scientist auch, um eben diese Entscheidungen zu treffen. Es geht nicht darum, dass es nicht möglich ist, datengetrieben vorzugehen. Es geht darum, dass der Prozess viel effizienter ist, wenn man Domänenwissen dann mit einbezieht. Aber es ist auch so, dass es nicht genügend Data Scientists in der Industrie gibt, um jetzt die ganze Industrie dann oder der Bedarf, der da steht, dann wirklich abzudecken. Also im Vergleich ist natürlich dann die Anzahl von Domain-Experten viel, viel größer als die Anzahl von Machine Learning-Experten. Und daher unsere Vision, dass eher Domain-Experten enabled werden sollten und zählbar Machine Learning-Modelle zu erzeugen. Und das ist genau das Ziel von dem Tool, was ich auch heute präsentieren möchte. Es ist im Prinzip ein Tool, was als Zielgruppe Applikationsexperten, Maschinenbauer hat. Und die Idee, die Vision ist, wie gesagt, dass diese Expertise auch hier verwendet wird, um Modelle zu erzeugen. Was heißt das dann? Man braucht im Prinzip die Möglichkeit, Daten zu importieren. Man braucht die Möglichkeit, Inputs zu liefern, sodass die Suche nach dem besten Modell ermöglicht wird. Und der Rest heißt, das, was wir dann in der vorherigen Folie gesehen haben, diesen Prozess, wo man Entscheidungen trifft, welcher Algorithmus soll verwendet werden, welche Feature Engineering Funktionen dann verwendet werden sollten, wie sollten die Daten vorbereitet sein und so weiter. Das sind alle Entscheidungen, die dann das Tool übernimmt. Und am Ende des Prozesses hat der Anwender ein Modell, was er dann auch nutzen kann. Und damit dann kann er dann Prozesse, Maschinen dann überwachen. Dafür braucht er dann ein zweites Modul, ein Model Runtime, wo er dann im Prinzip dann die Modelle, die er erzeugt hat, dann importieren kann, parametrieren kann. Und das ist übrigens ein Aspekt, was für die Industrie extrem wichtig ist, dass die Modelle nicht in der Schublade bleiben, sondern dass die wirklich dann verwendet werden können. Und hier braucht der Anwender dann die Flexibilität zu entscheiden, ob das Modell in der Cloud laufen soll oder on-premise. Und das ist eben, was so ein Modul, Model Runtime, im Prinzip ermöglicht. Ja, jetzt möchte ich gerne vielleicht das Tool etwas näher erläutern, und dazu würde ich gerne dann eine Demo zeigen, das Tool in Action sozusagen zeigen. Ich wechsle kurz auf einen anderen Bildschirm. Moment, genau. So, hier sieht man im Prinzip das Tool. Es ist ein Tool, was derzeit in der Cloud läuft. Model Builder heißt dieses Modul. Und wir sehen hier zwei Bereiche. Typischerweise muss man Daten natürlich dann erzeugen, um Modelle erstellen zu können, und Daten, die aus Prozessen oder Maschinen kommen, können sehr wohl für verschiedene Zwecke verwendet. Und das ist hier dann die Möglichkeit und deswegen die Trennung dann Datasets und Projects. Wenn man im Bereich Datasets ist, dann kann man hier dann im Prinzip dann Bereiche definieren, um jetzt die Daten, die man hat, dann zu strukturieren. So in diesem Fall, ja, pro Maschinentyp vielleicht ein Datensatz oder vielleicht pro Anwendung, per Anwendung. Im Prinzip ermöglicht das Tool, die Daten so zu strukturieren, dass wie gesagt, dass es für die Anwendung dann genau passt. Und ich würde jetzt dann einen neuen Datensatz dann erstellen.
Übrigens hat man hier auch die Möglichkeit, auch Favorites zu definieren. Man kann natürlich dann beschreiben, was diesen Datensatz ist. Und man hat eine typische Softwarefunktionen dann wie Filtern oder Suchen und so weiter. Und jetzt würde ich gerne dann einen neuen Datensatz erstellen. Ich nenne das mal Demo. Vielleicht mit einem Datum. Und kann ich natürlich dann eine Beschreibung erstmal hinterlegen. Und so, jetzt ist die Aufgabe dann Daten auszuwählen. Und derzeit ist die Möglichkeit hier dann Files zu importieren. Natürlich braucht man dann auch die Möglichkeit, eine Datenbank zu nutzen. Und hier wäre dann die Option, so einen bestimmten Datenbank sich zu verbinden. In dieser Version habe ich die Möglichkeit, dann CSV-Dateien zu importieren. Und jetzt möchte ich einen bestimmten Datensatz hochladen von einem Kompressor. Und ich kann hier natürlich auch eine Beschreibung definieren. Und was das Tool jetzt macht, ist, das Tool prüft, ob das Datenformat im Prinzip dann korrekt ist, macht auch eine statistische Bewertung der einzelnen Columns in der Datei. Und vielleicht nochmal zur Erklärung, in diesem Datei sind jetzt Zeitreihen. Und das heißt, die erste Säule ist im Prinzip dann die Zeitinformation und jede weitere Säule bedeutet einen Sensorwert. Und das ist eben, was man hier sieht. Das Tool hat dann eine Qualitätscheck gemacht und der Anwender, der nicht unbedingt ein Data Scientist ist, kann hier dann auf ersten Blick erkennen, ob die Qualität der einzelnen Columns dann für ihn dann passen. Ne? Und die Frage, die man hier als Anwender sich stellt, ist, kann ich dann diese Daten nutzen, um ein Modell zu trainieren? Wenn man sowas sieht, wie hier zum Beispiel, wir haben 25% Missing Values, dann ist ganz klar, dass diese Datenreihe nicht unbedingt geeignet ist, um ein Modell zu trainieren. Was ich auch hier machen kann als Anwender ist, ich kann die Daten mir anschauen. Ich kann dann entscheiden, ob die Daten genau passen. Ich kann vielleicht interessante Stellen, wo vielleicht ein komisches Verhalten vorhanden ist, dann mir genau anschauen. Und ich kann auch Kommentare hinterlegen. Was ich später dann auch nutzen kann. Und im Prinzip ist hier die Idee, dass ich meine Daten explorieren kann, dass ich erkennen kann, ob die Datenqualität genug ist oder nicht. Und dann kann ich meine Daten weiter enreichern. Ja? Und eine interessante Stelle ist das Feature Engineering, wo der Anwender basierend aus Rohdaten neue Daten erstellen kann. Das hat verschiedene Gründe. Vielleicht weiß ich als Anwender, nochmal, das sind Daten aus so einer Kompressoranwendung und vielleicht weiß der User, dass dieser ein Kompressor mal in deinem Kompressorraum steht oder mal draußen und deswegen ist die Entscheidung hier, die Daten so zu verarbeiten, dass die absolute Werte vielleicht nicht so wichtig sind, weil die werden dann durch die Außentemperatur beeinflusst. Also kann ich hier zum Beispiel die Ableitung dieser Werte, also der Temperaturwerte, erstmal berechnen. Und damit erreiche ich als Anwender anhand meines Expertenwissens, dass die Temperaturwerte, wie gesagt, dass die Absolutwerte nicht unbedingt im Vordergrund stehen, sondern die Veränderungsrate der Werte, was vielleicht für diesen einen Fall dann viel wichtiger ist. Und jetzt kann ich mir dann die Ergebnisse anschauen und wenn ich damit zufrieden bin, dann kann ich in dem Prozess weitermachen. So, jetzt kommt ein Bereich, was auch sehr, sehr, sehr wichtig ist. Ich möchte dann einen Kontext zu meinen Daten geben. Ja, und dazu brauche ich vielleicht nicht nur einzelne Werte, sondern eher eine Kombination aus mehreren Werten. Ich möchte zum Beispiel jetzt von diesem Kompressor die Druckwerte mir zeigen lassen, Temperaturwerte und Geschwindigkeitswerte eines Motors.
Und natürlich haben die Werte dann verschiedene Einheiten, deswegen braucht man eine Skalierung der Daten und eben die Effekte zu sehen, die man vielleicht erkennen möchte. Und ein Komplexor-Experte würde hier sofort erkennen, dass das eben eine normale Situation ist. Also die Geschwindigkeitswerte und die Druckwerte sind fast konstant und eben die Temperaturwerte auch. Ja, und das heißt, ich kann hier als Anwender entscheiden und sagen, dieser Bereich und vielleicht auch dieser Bereich hier und der Bereich hier sind völlig normal. Das heißt, ich kann eine Kategorie zu diesen einzelnen Bereichen dann definieren und vielleicht erkenne ich auch hier, dass diese Temperaturpeaks nicht so ganz in Ordnung sind. Es gibt keine Erklärung für diese Temperaturpeaks, denn die Druckwerte, also das heißt, das, was der Kompressor eigentlich macht, nicht unbedingt erklären, warum jetzt der Motor heißer wurde. Und das heißt, ich kann hier einfach sagen, das sind für mich Anomalien. Vielleicht in diesem Bereich weiß ich, dass das eher ein Problem mit dem Kühlungssystem vorhanden ist. Das heißt, ich kann dann Kategorien erstellen, um eben einen Kontext zu definieren. Und das kann ich dann für die Daten dann weitermachen, bis ich dann im Prinzip zufrieden bin, wo ich weiß, ich habe dann interessanten Bereiche markiert. Und jetzt möchte ich aus diesen Daten mit meinen Inputs Modelle erstellen. Das wäre dann die nächste Aufgabe. Und dazu springe ich jetzt zu dem Bereich Projects, wo ich auch meine Projekte entsprechend dann so konfigurieren und strukturieren kann, dass es für meine Anwendung passt. Und jetzt würde ich gerne dann ein neues Projekt erstellen. Und hier kann ich auch natürlich eine Beschreibung hinzufügen. Und in diesem Projekt möchte ich jetzt neue Modelle erstellen. Und im Prinzip möchte ich mir auf die Motoren dieses Kompressors fokussieren. Ich möchte jetzt nicht den gesamten Kompressor dann betrachten, sondern ich weiß, dass da die Überwachung der Motoren sehr wichtig ist. Und ich möchte erstmal mit einem Anomalieerkennungsmodell starten. Das heißt, ich möchte mich auf diesen Bereich fokussieren und wähle dann die Daten, die wir eben erstellt haben. Und wie gesagt, vor allem möchte ich erstmal Anomalien erkennen. Das heißt, wann verhält sich dann das System oder verhalten sich die Motoren dann komisch? Und deswegen Anomalieerkennung. Möglich wäre es noch, ein Klassifikationsmodell zu erstellen oder auch ein Prädiktionsmodell. So, jetzt starte ich dann mit dem Prozess und hier muss ich als Anwender wieder meine Domain-Expertise nutzen. Das heißt, ich muss entscheiden für das, was ich als Ziel definiert habe, ich muss entscheiden, welche Sensorwerte wirklich relevant sind. Und ein Kompressor-Experte würde dann sofort wissen, dass Druckwerte dann relevant sind, weil das natürlich dann mir sagt oder eine Referenz gibt, was der Kompressor in Summe macht. Wenn ich mich auf die Motoren fokussieren möchte, dann sind die Temperaturwerte dann sehr wichtig und eben auch die Geschwindigkeitswerte. Das heißt, ich kann als Anwender die Suche nach dem besten Modell positiv beeinflussen, indem ich einfach diese Infos oder die Sensorwerte auswähle, die für das, was ich lösen möchte, relevant sind. Und wenn der Anwender nicht weiß oder vielleicht, wenn er einfach explorieren möchte, kann er natürlich alles auswählen oder mehr Daten auswählen. Am Ende bekommt er eine Info, eine Hilfestellung, wie relevant waren die Daten, die er dann am Anfang ausgewählt hat. Hier gehen wir dann in diesem Prozess weiter und die nächste Entscheidung, die ich als Anwender nutzen oder machen muss, ist,
Ich habe ja verschiedene Kategorien erstellt und ich muss jetzt entscheiden, welche ich dann nutzen möchte, um ein Anomalieerkennungsmodell zu trainieren. Ein Anomalieerkennungsmodell braucht im Prinzip nur normalen Daten. Das heißt, Bereiche, wo ich weiß, dass die Maschine sich normal verhalten hat. Und das ist eben, was ich hier machen kann. In diesem Fall ist es trivial. Ich habe dann diese Kategorie normal genannt und das korrespondiert dann zu einem Normalverhalten und Anomaly natürlich zu abnormal. Ich habe auch ein neues Problem dann auch als Kategorie hier definiert und ich kann hier entscheiden, ob es hilfreich ist, dann diese Kategorie zu nutzen. Das passende in diesem Fall sehr gut. Nochmal, Anomalien sind hier nicht unbedingt gefragt, um das Modell zu trainieren, aber ich muss oder ich möchte als Anwender erkennen, ob das Modell auch, wenn es vorhandene Beispiele gibt, ob das Modell diese Beispiele, Anomaliebeispiele dann erkennen kann oder nicht. Und wenn es Beispiele gibt, wird natürlich die Suche nach dem besten Modell positiv beeinflusst. So, jetzt möchte ich weitergehen und das Tool im Prinzip prüft, okay, habe ich erstmal genügend Annotationen definiert oder ausgewählt? Habe ich Features ausgewählt? Und wenn das der Fall ist, dann kann ich dann mit dem Prozess weitergehen und ich bin jetzt im Prinzip als Anwender, als Nutzer fertig. Was hier passiert ist, ich drücke ja auf Training und das Tool trifft dann die Entscheidungen, die in der Regel ein Data Scientist, treffen würde. Das heißt, welche Algorithmen passen zu den Daten, die ich dann importiert habe? Welche Vorverarbeitung ist notwendig? Wie muss ich dann das Modell parametrieren? Welche Hyperparameter sind dann wichtig oder richtig? Wie soll ich dann die Modelle dann validieren? Also die Entscheidung, welche Daten werden für das Training verwendet, welche dann für das Validieren, wie gesagt. Das sind alle Sachen, die das Tool dann im Prinzip übernimmt. Und genau, was das Tool auch macht, ist, sag mir, jetzt haben wir einen Kandidat, Albert, der eine Support-Vektor-Maschine ist und der sagt mir das Tool, dass Albert 90% der Beispiele, die ich als Anomalie markiert habe, dann auch als Anomalie erkennt und dass er dann nur bei 1% der korrekten, also der normalen Daten einen Fehler macht. Das sind Infos, die mir als Anwender helfen, um zu entscheiden, jetzt Albert zu nutzen. Und was das Tool auch sagt, ist, wie wichtig waren eigentlich die Daten, die ich ausgewählt habe. Und wir sehen hier, dass Temperaturwerte für diese Art von Anomalien extrem wichtig sind. Und das ist eben etwas, was wir als Ingenieure, als Anwender sofort erkennen können, ob das wirklich passt. In der Tat haben wir dann Anomalien markiert, die extrem mit Temperaturwerte korrelieren. Und das passt an der Stelle ganz gut. Und wir sehen, es gibt weitere Beispiele, wo vielleicht die Verteilung der Wichtigkeit der Daten dann vielleicht anderes ist. Und das ist für mich als Anwender am Plausi-Check, ob ich so ein Modell auswähle oder eben ein anderes Modell, weil dieses andere Modell als Ingenieur sich oder Außeningenieur-Sicht, eigentlich plausibler sozusagen dann ist. So, dieser Prozess kann natürlich ein bisschen dauern, deswegen wechsle ich auch jetzt auf ein Fenster, wo Modellergebnisse schon vorhanden sind. Und am Ende dieses Prozesses würden wir dann sehen, wie gesagt, dass es eine Reihe von Modellen generiert wurden. Und jetzt ist meine Aufgabe dann als Anwender, eine von diesen Modellen auszuwählen. Ja, ich muss entscheiden, ist Albert derjenige, der jetzt meine Kompressoren dann überwachen soll oder lieber Marie. Wenn ich etwas mehr wissen möchte über diese Modelle, dann kann ich hier natürlich dann Informationen entnehmen, wie das ist ein Random Forest Algorithmus oder es wurden dann numerische Features dann verwendet, aber auch Features, die von den Nutzer kommen, also User Generated Features
oder in diesem Fall, es wurden 20 neue Features automatisch generiert. Das ist etwas, was das Tool, wie gesagt, dann automatisch macht. Und am Ende kann ich auch schauen, ob die Modellergebnisse auch zu dem passen, was ich als Anwender als Kontext definiert habe. Und das ist eben, was wir hier unten sehen. Wir sehen eine Reihe von Sensordaten, was nochmal für mich als Kontext dienen, und meine Annotationen. Also ich habe dann vorhin gesagt, das ist diesen Temperaturwechsel und sind nicht normal, und deswegen ist der Bereich hier als Anomalie markiert. Der Bereich hier verhält sich aus meiner Sicht normal, und wir sehen auch hier entsprechend die Annotation, und unten sehen wir dann, dass das, was das Modell im Prinzip dann sagt. Ne? Und das Modell, in diesem Fall ein Anomalieerkennungsmodell, erzeugt ein sogenannter Anomaly Score. Es ist ein Wert, was mir sagt, wie normal oder nicht normal die Daten sind. Das heißt, kleinere Werte also bedeuten, dass das Verhalten als normal erkannt wird, und Werte, die oberhalb dieses Thresholds bedeuten, dass das Modell da eine Anomalie erkennt. Ja, und was wir als Anwender erwarten, ist, dass die Beispiele, die wir im Prinzip dann definiert haben, dass diese Beispiele dann hier von dem Modell gelernt werden. Und das sehen wir hier, also in den Bereichen, wo wir gesagt haben, das ist eine Anomalie, wird in der Tat auch eine Anomalie erkannt. Ja, das Modell hat ein Anomaly Score, was oberhalb des Thresholds ist. Und das ist ein Zeichen für mich, dass das Modell im Prinzip dieses Verhalten erkennt. Und hier, wo wir gesagt haben, das ist normal, erkennt das Modell, dass das, also überwiegend, dass das auch eine normale Situation ist. Wir sehen hier ein paar Peaks, und die könnten wir natürlich jetzt weiter analysieren, um zu entscheiden, ob das vielleicht in der Tat eine Anomalie ist oder nicht. Was für uns auch sehr wichtig ist, ist zu erkennen, ob das Modell in der Lage ist, zu generalisieren. Das heißt, erkennt das Modell ähnliche Situationen, wo wir auch keine Annotationen erstellt haben. Und das sehen wir hier. Also das Modell erkennt auch, auch da, wo im Prinzip dann ähnliche Anomalien sind, auch Anomalien. Auch wenn wir einen Fehler gemacht haben bei der Annotation, erkennt das Modell, dass das hier nicht normal sein kann. Ja, das ist auch ein wichtiger Aspekt, also dass das Tool versucht dann robust gegenüber konfliktive Informationen dann zu agieren. Viel wichtiger ist, dass das Tool, wie gesagt, in der Lage oder die Modelle in der Lage sind, das, was gelernt wurde, dann zu verallgemeinern. Und hier sehen wir eine Situation, die eigentlich in den Trainingdaten gar nicht vorhanden ist, die aber auch eine Anomalie ist. Das ist ein Senken des Druckes, und das heißt, es ist eine Leakage, und das wurde auch von dem Modell erkannt, obwohl wir kein explizites Beispiel vor diesem eine Situation gegeben haben, sondern wir haben uns als Anwender auf gute Bereiche fokussiert, sozusagen Bereiche, wo der Kompressor sich normal verhält, und das ist die Grundlage für die Modelle, um alle anderen Situationen dann im Prinzip dann zu erkennen. Das heißt, so ein Modell würde mir helfen, wenn ich in der Phase bin, meine Maschine besser zu verstehen, wo ich vielleicht auch in der Phase bin, dass ich nicht genügend Datenbeispiele habe, um jetzt ein Klassifikationsmodell zum Beispiel zu trainieren oder ein Prädiktionsmodell. Genau. So, jetzt möchte ich gerne die Folien nochmal zeigen, einen Augenblick. Vielleicht nochmal. Ein weiteres Beispiel, also in diesem Fall haben wir es eher mit anderen Daten zu tun, eher mit Vibrationsdaten, und hier sehen wir auch, dass das Tool in der Lage ist, mit diesen Art von Daten dann umzugehen, und erkennt auch, wie in diesem Fall, das war eine Pumpe-Anwendung, wo wir im Prinzip dann Vibrationssensoren verwendet haben, das Tool in der Lage ist, auch diese Art von Daten dann zu verwenden. So, wenn ich dann fertig bin und ein Modell erzeugt habe, dann möchte ich auch das Modell nutzen. Und jetzt
dafür haben wir die Möglichkeit, dann die Runtime Environment zu verwenden. Das heißt, das ist ein weiteres Modul, wo ich im Prinzip als Anwender Assets definieren kann. Das heißt, die konkrete Maschinen, die ich dann überwachen möchte, wo wir auch Model Containers definieren kann. Das heißt, es sind Bereiche, wo Modelle importiert werden können und benutzt werden können für die Maschinen, die ich definiere. Und ich muss hier auch natürlich dann die Datenquellen für meine Modelle dann definieren. Das sind andere Aufgaben. Es geht hier darum, dann, dass die Modelle operativ verwendet werden können. Und dieses Modul ermöglicht eben das. Und dann kann ich auch mir die Daten zeigen lassen. Ich hoffe, es geht hin. Ja, genau. So, man sieht hier, dass hier ein bestimmtes Modell verwendet wird und die Runtime Environment in diesem Fall läuft in der Cloud. Deswegen, wir haben keine Live-Daten, sondern es werden dann Daten verwendet, die in der Datenbank gespeichert sind. Man sieht hier aber hier eine ähnliche Situation wie bei Model Builder. Wir haben die Sensordaten und dazu passen dann die Anomalie-Scores, die das Modell im Prinzip dann aus diesen Daten oder mit Hilfe dieser Daten dann erzeugt. Und das ist natürlich nicht das Ende, sondern eigentlich der Anfang, denn ich habe jetzt mehr Informationen als vorher. Ich habe ein Modell, was mir ermöglicht, dann solche Situationen automatisch zu erkennen. Ich möchte aber dann daraus konkrete Handlungen dann ableiten. Und das heißt, ich kann dann anhand dieser Werte Regeln definieren, um zum Beispiel Tickets zu generieren, sodass Wart- und Mitarbeiter dann zu, ne, in diesem Fall zu diesen Kunden dann gehen und vielleicht der Kompressor nochmal sich genau anschauen. Und das ist eben, was diese beiden Module ermöglichen. Das ist die Basis für alles anderes. Und genau, das ist im Prinzip was wir brauchen, um jetzt neue Geschäftsmodelle zum Beispiel zu ermöglichen oder bei Anwender, bei Anlagebetreiber und die Überwachung von Maschinenprozessen dann entsprechend einfacher zu gestalten. So, jetzt wechsle ich wieder zu den Folien. Moment. Okay, so jetzt haben wir gesehen, dass wir Modelle generieren können und auch in der Praxis nutzen können. Und das ist natürlich ein Prozess. Ne? Das heißt, am Anfang habe ich vielleicht genügend Daten, um ein Modell zu trainieren. Aber es ist sicherlich so, dass mit der Nutzung der Modelle neue Datenbeispiele generiert werden. Und die kann ich nutzen, um eben meine Modelle weiter zu optimieren. Ich kann aber auch Daten, die vor Ort generiert werden, ich kann diese Daten nutzen, um vielleicht Basismodelle zu kalibrieren. Das ist auch eine Funktion, die hier dann möglich ist. Das ist im Prinzip dann etwas, was mit Hilfe dieses zwei Modulen dann möglich wird. So, wir haben jetzt Anwender und was machen die dann mit dem Tool, mit dem AutoML-Tool? Natürlich genau das, was wir erklärt haben. Also ne, wir wollen im Prinzip dann Sachen wie Maintenance Costs dann minimieren. Oder vielleicht geht es darum, dass neue Geschäftsmodelle etabliert werden. Also man möchte vielleicht nicht nur die Maschine verkaufen, sondern auch man möchte garantieren, dass die Druckluftqualität dann vorhanden ist. Und ohne eine automatische Überwachung des Kompressors wäre sowas natürlich nicht machbar. Das ist eben, was Machine Learning ermöglicht und was unser AutoML-Tool ermöglicht, ist, dass Firmen, die mit Machine Learning etwas machen möchten, eben sowas
auch erreichen, und zwar ohne unbedingt jetzt Data Scientisten zu engagieren, sondern was sie brauchen, ist die eigene Expertise, dass das eigene Know-how verwendet wird und natürlich dann Daten aus der Anwendungen. Das heißt, wir ermöglichen, dass die Nutzung dieser Technologien dann vereinfacht wird. Dabei beschleunigen wir dann dadurch die Nutzung von KI in der Industrie. Und das führt dazu, dass Maschinenbauer natürlich dann neue Geschäftsmodelle etablieren können, neue Services, und dass Anwender, dass Anlagebetreiber Aspekten wie Produktivität oder Wartungskosten dann optimieren können. Damit bin ich am Ende der Präsentation. Ich hoffe, Sie haben ein Bild bekommen, was wir dann erreichen wollen mit dem Automated Machine Learning Tool. Und jetzt bin ich natürlich dann sehr gespannt, ob Sie Fragen haben. Und genau, wir können sehr gerne dann mit den Fragen starten. Ich schalte mich da mal dazu. So, eine Sekunde. Ja, derzeit sind noch keine Fragen vorhanden. Wie bereits gesagt, keine falsche Scheu. Wenn Sie Fragen haben, können Sie die jetzt stellen. Ja. Erfahrungsgemäß kann es immer ein bisschen dauern, bis Fragen zusammenkommen. Das Ganze kann etwas zögerlich vonstatten gehen, tatsächlich. Genau, und es war auch vielleicht viel, viel Information, und es wäre interessant zu wissen, ob es potenzielle Anwender auch im Publikum sind, also Anlagebetreiber oder Maschinenbauer. Wir haben tatsächlich auch unsere erste Frage bekommen. Wie viele Datensets annotieren Sie in der Praxis, um gute Ergebnisse zu bekommen? Eine ungefähre Schätzung? Eine ungefähre Schätzung? Also einfache Frage, aber schwer zu beantworten. Das hängt damit zusammen, dass viele Daten nicht unbedingt genügend Daten heißt. Es geht darum, dass in der Daten, die man markiert, genügend statistische Informationen vorhanden sind, um das, was ich erkennen möchte, dann wieder zu erkennen. Ja, das heißt, wenn wir zum Beispiel eine sehr einfache Anwendung oder einen Prozess dann überwachen wollen, wo vielleicht keine großen Veränderungen zu erwarten sind, dann reichen ein paar tausend Beobachtungen, das heißt ein paar Minuten oder ein paar Stunden Daten, um ein gutes Modell zu erzeugen. Wenn aber der Prozess oder die Anwendung sehr viele mögliche Zustände hat, dann brauchen wir natürlich mehr. Ja? Ich hoffe, ich konnte die Frage dann gut genug beantworten. Aber die Erfahrung zeigt im Prinzip, dass wir haben das beim Beispiel gesehen. Eigentlich habe ich ein paar Stundendaten ausgewählt und markiert, und das war genug jetzt, um eigentlich relativ gute Modelle zu erzeugen. In der Regel ist eher problematisch, wenn ich nicht weiß, welche Sensordaten wirklich relevant sind. Aber das ist eben, was ein Maschinenexperte oder ein Applikationsexperte dann mitbringt. Er weiß genau, welche Sensordaten physikalisch gesehen zu dem, was er erkennen möchte, dann in Verbindung stehen. Aber wie gesagt, wenn das nicht der Fall ist, dann ermöglicht das Tool am Ende dann auch diese Entscheidungen zu treffen. Das Tool sagt am Ende dann, von den 100 Daten, Datenreihen, die du ausgewählt hast, sind eigentlich nur die ersten 5 relevant. Die anderen kannst du im Prinzip ignorieren. Genau. Okay, dann haben wir noch eine zweite Frage aus dem Publikum. Gibt es dafür eine API, um Ergebnisse in andere Plattformen einzubinden? In der Tat ist die Runtime Environment, also vielleicht muss man hier unterscheiden, also Model Builder ist das Tool, um die Modelle zu erzeugen, und hier haben wir natürlich uns darum gekümmert, dass dieses Modul auch integrierbar in anderen Umgebungen ist. Aber die Runtime Environment ist eben das Modul, was man nutzt, um Modelle auszuführen. Und hier haben wir entsprechende APIs definiert, sodass im Prinzip die Integration in bestehenden Systemen dann einfach ist.
Okay. Mal sehen. Gut, bis jetzt kommt noch nichts weiteres nach. Auf jeden Fall jetzt schon mal vielen Dank für Ihren Beitrag. Es war interessant gewesen. Sehr, sehr gerne. Ich habe leider sehr wenig verstanden, im Gegensatz wahrscheinlich zu unseren Teilnehmern. ja, normalerweise würde es jetzt auf. Oh, ich glaube, wir haben noch was. Ah, ja, doch, hat sich gelohnt zu warten. Frage 3. Wie handhaben Sie die langfristige Nutzung der Modelle, zum Beispiel Anpassung der Anlage, die sich auf die Modellperformance auswirkt? Das ist im Prinzip das ist eine super Frage. Es geht um Model Performance und hier ist die Stelle, wo wir das machen. Also hier muss man im Prinzip dann die Performance der Modelle dann überwachen und zwar zur Laufzeit. Das heißt, es ist eine Funktion, die in der Runtime im Prinzip vorhanden ist. Das heißt, hier muss ich dann entscheiden, sind die Häufungen von in diesem Fall zum Beispiel Anomalien, sind dann wirklich richtig. Und wenn das nicht der Fall ist, also wenn der Anwender dann oft eine Rückmeldung gibt, das war keine Anomalie, dann kann natürlich dann die Entscheidung getroffen werden, Modelle dann nochmal zu trainieren. Ja? Und das ist, wie gesagt, eine Aufgabe, die dann mit der Runtime Environment dann möglich wäre. Okay, dann vielen Dank für die ganzen Fragen aus dem Publikum. Ebenfalls nochmal Danke an unseren Speaker. Sehr gerne. Und damit sind wir auch tatsächlich am Ende der Session angelangt, mit gerade mal einer Minute Überzug. ansonsten, wenn Ihnen noch weitere Fragen einfallen, die Swapcard bleibt oben und ich denke, dass Dr. Pace auch noch zu erreichen ist über den Chat, oder? Genau, richtig. Genau. Das heißt, wenn Ihnen noch nachträglich etwas einfällt, wie gesagt, keine Scheu. Normalerweise würde es jetzt quasi den virtuellen Applaus geben, aber da wir derzeit quasi in diesem Online-Format sind, können Sie vielleicht den Chat dafür nutzen. Das wäre eine Möglichkeit tatsächlich, damit Konferenzfeeling aufkommt. Sehr gut. Okay, besten Dank. Gut, dann noch Ihnen allen einen schönen Tag auf der restlichen Konferenz und genießen Sie die Session, nehmen Sie informatives Wissen mit und bleiben Sie auch weiterhin gesund natürlich. Ja. Alles klar. Wir verabschieden uns dann und bis zur nächsten Session. Wiedersehen. Danke, tschüss.